Samsara ist der Kreislauf von Geburt und Tod. Samsara ist der Kreislauf des Lebens und des Lebens nach dem Tod. Samsara kommt von den beiden Ausdrücken Sam, mit, und Sara heißt so etwas wie Zentrum, Essenz. Samsara heißt so ein bisschen, um das Zentrum herum zu kreisen. Wir haben ein Zentrum. Das Zentrum ist Brahman, das wahre Bewusstsein. Und drumherum spielt sich alles ab. Samsara Chakra heißt es auch, das Rad von Geburt und Tod. Chakra ist Rad und Samsara Geburt und Tod. Nicht umsonst ist das Symbol der buddhistischen Religion das Rad von Samsara. Und auch im Yoga sprechen wir von Samsara, dem Kreislauf von Geburt und Tod. Du wirst geboren, du wächst, irgendwann kommt dir ein oder andere Probleme, der Körper altert und dann kommt der Tod. Mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Nach dem Tod ist das Leben nach dem Tod. Zunächst mal der erdnahen Ebene, Burloka. Dann gehst du in die Astralwelten ein, Bhuvaloka. Dann kommst du wieder zurück in die erdnahe Ebene. Du gehst in einen Körper ein, noch mehr Mensch, der Empfängnis. Du belebst diesen Körper vollständig und kommst ganz auf die Welt im Moment der Geburt. Dann folgt wieder Wachstum, dann Veränderung, irgendwann Alter und Tod. So geht es weiter. Samsara Chakra. Chakra heißt, es geht hoch und es geht runter, es dreht sich wieder und wieder. Und wenn du irgendwo hängen bleiben willst, das Rad geht weiter, egal was du willst. So wie es ja auch dieses Lied gibt, hoch auf dem gelben Wagen. Ich wäre ja so gerne noch geblieben, aber der Wagen, der rollt. So schöne Erfahrungen kommen, schöne Erfahrungen gehen. Dinge kommen, Dinge gehen. Samsara Chakra. Wenn es dir heute gut geht, geht es dir morgen nicht so gut. Wenn es dir heute nicht so gut geht, morgen geht es dir wieder besser. Da gilt es, Gelassenheit zu haben. Samsara, diesen Kreislauf des Lebens. Die Inder wollen aber auch dem Kreislauf des Lebens entgehen. Warum eigentlich? Ja, weil in einem Zentrum zu leben, in deiner wahren Natur, das ist wirklich schön. Es ist nämlich möglich, vollkommene Glückseligkeit zu erfahren. Es ist möglich, vollkommene Liebe zu erfahren. Es ist möglich, die höchste Erkenntnis zu haben. Aber all das ist nicht innerhalb dieser äußeren Welt. Das geschieht, wenn du aus der äußeren Welt rausgehst, zu deinem wahren Zentrum kommst. Dann bist du in deiner wahren Natur. Samsara Chakra. Die Kenntnis von Samsara Chakra kann in vielerlei Hinsicht hilfreich sein. Zunächst mal, die Bewusstheit Samsara Chakra ist unausweichlich, hilft dir, letztlich anzunehmen, dass auf Geburt, Wachstum, Alter und schließlich Tod folgt. Nicht immer ist ein voller Kreislauf. Es gibt auch Kinder, die schon sterben. Es gibt Erwachsene, die im Unfall sterben. Es gibt alte Menschen, die sterben, bevor sie wirklich so alt sind, dass man sagen würde, ja, der hat ein volles Leben gehabt. Samsara Chakra ist nicht immer so gleichmäßig und rund. Es kann auch plötzliche Brüche geben. Aber du weißt, auf Tod folgt auch wieder Leben. Wenn du das weißt, brauchst du nicht ganz so intensiv zu trauern, wenn jemand stirbt. Und du brauchst nicht ganz so viel Angst vor dem Tod zu haben. Denn so wie Krishna sagt, was geboren ist, wird sterben. Was gestorben ist, wird auch wieder geboren werden. So brauchst du dort keine Ängste zu haben. Und die Trauer kann sich auf eine kürzere Zeit reduzieren. Und es heißt ja sogar, dass du nach diesem Leben irgendwann deine früheren Liebsten wieder triffst, wenn du das so möchtest und tiefen Wunsch hast, sie auch wieder zu treffen. Also, das ist der eine Grund, weshalb es gut ist, sich mit Samsara Chakra zu beschäftigen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Karma und Reinkarnation, wo ich sehr viel geschrieben habe zum Thema eben Karma und Reinkarnation. Das zweite, weshalb es gut ist, sich mit Samsara zu beschäftigen, ist das Akzeptieren nicht nur, dass Menschen geboren werden, wachsen, altern, sterben, sondern auch alle anderen Dinge kommen und gehen. Und ein nächster Grund ist zu erkennen, in dieser äußeren Welt ist dauerhaftes Glück nicht zu haben. Es ist eben wie das Rad, das hochgeht und wieder runtergeht. Wenn du wirklich dauerhaftes Glück haben willst, wenn du dauerhafte Freude haben willst, dann geh in dein Zentrum, dein wahres Zentrum, in das göttliche Zentrum in dir und verbinde dich damit mit Gott selbst und erkenne, deine wahre Natur ist
Sat-Chit-Ananda, Sein, Wissen, Glückseligkeit. Wenn du das weißt, dann mag weiter Samsara-Chakra voranschreiten. Aber du selbst weißt, ich bin das Unendliche und das Ewige. Samsara, Kreislauf von Geburt und Tod.